Kanzler Olaf Scholz hat sich heute zu Wort gemeldet. Er hat zum Volk gesprochen. Das klang alles andere als gut. Er schwört uns alle auf schwere Zeiten ein. Hören wir doch einmal rein. Das soll nicht zynisch klingen, aber natürlich wäre eine Deckelung bei einem knappen Gut ein Signal. Energie ist nicht wertvoll, haut raus, was ihr wollt. Und das Gegenteil brauchen wir im Moment, Effizienz, Einsparungen. Und es sind gerade Handwerkerinnen und Handwerker, die dafür sorgen, dass diese Effizienzmaßnahmen, Wärmepumpen, Ausbau von Solarpanelen und so weiter umgesetzt werden. Das war jetzt nicht Olaf Scholz, aber Robert Habeck. Man erkennt bei beiden im Moment aber eigentlich eh nicht, wer redet. Die sind sich ziemlich ähnlich, aber dann zeigen wir die Mats gleich noch mal. Trotzdem herzlich willkommen zu Viertel nach acht. Meine Gäste heute Abend sind, ich freue mich sehr auf jeden Einzelnen, es wird spannend. Fürstin Gloria von Thun und Taxis, ihr Thema heute Abend, Deutschland wird deindustrialisiert. Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht, sie sagt, Schluss mit den Sanktionen und zur Not müssen wir auch Gas über Nord Stream 2 beziehen. Ex-Regierungssprecher und Deutschlands Kommunikationsprofi Nummer 1 plus, und das ist natürlich das Wichtigste für den nach 8 Stammgast, Bela Ander, hadert nicht mit der Corona-Politik, sondern mit dem Corona-Kurs der Regierung. Er fordert zurück zur Eigenverantwortung, übergibt den Bürgern das Kommando. Last but not least, Bestseller-Autorin Gabi Hauptmann ist positiv gestimmt. Sie hat ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen und bringt heute ein positives, starkes Plädoyer mit zu Viertel nach acht. Und zwar Schluss mit der Schwarzmalerei. Es wird schwer, aber wir schaffen das. Meine erste Frage ist heute in die Runde. Fürstin, haben Sie Ihr Leben eigentlich auch schon umgestellt? Nein, richtig umgestellt natürlich noch nicht, weil ich einfach immer sparsam mit den Ressourcen umgehe. Also bei mir zu Hause wird das Licht ausgeschaltet. Bei mir zu Hause wird keine Aircondition laufen gelassen, wenn die Fenster offen sind. In den warmen Ländern, hier in Deutschland, braucht man ja gar keine Klimaanlage. Hier habe ich gar keine Klimaanlage. Also mit den Ressourcen sparsam umzugehen, haben wir gelernt von Kinder auf. Und das hat man irgendwann in den Knochen. Und dadurch, würde ich sagen, sind wir zu Hause Ökofaschisten. Ja, das ist ein gutes Wort. Bela, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Privileg, das Glück, einen Kamin zu haben. Und ich habe Schwiegereltern, die die ganze Zeit im Winter mit Holz heizen tatsächlich. Und habe da jetzt schon mir Holz gesichert. Ich weiß nicht, ob das nun besonders umweltgerecht ist oder nicht, aber wer weiß, was kommt. Und aus diesem Grunde kann man sagen, ja, ein bisschen umgestiegen bin ich da schon. Frau Wagenknecht, sind Sie präpariert für schlechte Zeiten? Wir haben es jetzt ja gerade leider im Film nicht gehört, aber Herr Scholz hat ja eigentlich alle heute darauf eingestimmt, dass alle auch unterhaken sollen und dass man sich schon mal auf schwere Zeiten einstellen soll. Ich finde das wirklich zynisch. Also die im Bundestag sitzen, das schließt mich ja ein, die können natürlich auch schwere Zeiten sich mehr oder minder leisten. Also wenn der Gaspreis explodiert und jetzt empfohlen wird, die Leute sollen mal vielleicht 2.000 Euro zurücklegen für die Nachzahlung und vielleicht sind es auch 4.000. Okay, ein Bundestagsabgeordneter kann das. Aber wer kann das sonst? Also ich finde das wirklich unverantwortlich, wie die Regierung sehenden Auges in eine Gasknappheit hineinläuft, die nicht sein müsste. Also das muss man immer wieder sagen, das ist ja hausgemacht. Das sind ja die Sanktionen der EU und die Reaktionen Russlands darauf. Und ich meine, das wurde alles gemacht, weil man gesagt hat, wie Baerbock damals, wir wollen Russland ruinieren. Und wir sehen jetzt, wir ruinieren nicht Russland, wir ruinieren unseren Wohlstand, wir ruinieren unsere Industrie. Und Russland hat sogar höhere Einnahmen als je zuvor. Also die Sanktionen füllen Putins Taschen und hier im Land sind die Portemonnaies leer. Und ich finde, das ist unerträglich. Dazu kommen wir gleich, weil es ist ja auch die These, die Sie heute mitgebracht haben. Aber Frau Hauptmann. Ja, aber warum wollen wir Russland ruinieren? Ja. Es hat ja wohl einen Grund. Wir wollen ja Menschen schützen. Also ich kann leider keine Wärmepumpe machen, weil es bei mir nicht geht. Kürzlich hieß es, ich kann meine Ölheizung subventioniert bekommen, wenn ich auf Gas umstelle. Das hätte mich dann 15.000 Euro gekostet, die Umstellung auf Gas. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ich habe auch einen Kamin, einen offenen Kamin, aber auch das ist ja problematisch, weil die ganzen Emissionen, das war ja kürzlich dann auch im Gespräch. Also das Unterhaken, denke ich, wir werden es einfach mal sehen. Und wenn wir von den Leuten sprechen, die mehr Geld haben im Bundestag, dann kann man ja da vielleicht ein bisschen unterhaken, indem man Menschen, die rechts und links wohnen, da einfach ein bisschen die auch unterhaken. Frau Hauptmann, ich hoffe, es ist in Ordnung. Man kann ja auch nachschauen, wie viele Bücher Sie verkauft haben. Sie zählen ja auch als vermögende Frau. Können Sie denn dann nachvollziehen, dass Frau Wagenknecht sagt, na ja, vielleicht auch Sie haben gut reden und vielleicht auch Frau Wagenknecht selbst? Nein, ich tue ja was.
Also ich tue ja persönlich was. Ich versuche, ich habe mal versucht, vor Jahren etwas ins Laufen zu bringen. Das hieß, ein Kind an der Hand nehmen. Das wurde dann in der Baden-Württembergischen Stiftung aufgenommen. Ich meine das aber auch wirklich so. Ich meine, jeder von uns hat Nachbarn. Hat eine alte Frau vielleicht als Nachbarin oder hat Kinder als Nachbarn. Und jeder von uns sieht, wem es gut geht und wem es schlecht geht. Und es tut uns nicht so wahnsinnig weh, wenn wir einfach dann dahin gehen und denjenigen wirklich unterhaken und sagen, kann ich irgendwo helfen? Das ist nämlich eigentlich eine christliche Nächstenliebepflicht, wenn man über die katholischen. Da haben Sie vollkommen recht, aber das ist nicht die Politik, muss dem ganzen Volk helfen. Und es ist einfach ganz richtig, was die Frau Wagenknecht sagt, unverantwortlich, dass wir sehenden Augens in die Verarmung der 80 Millionen Bürger hat Deutschland. Und da sagt der Chefpolitiker, der Außenminister, nein, der Wirtschaftsminister sagt, er wird jetzt weniger duschen. Das ist zynisch. Nein, er hat gesagt, wir sollen alle weniger duschen. Ja, auch wenn wir alle weniger duschen. Genau. Das ist einfach zynisch, weil damit werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen. Deutschland ist ein Industrieland. Wir haben jetzt 40 Jahre wirtschaftlichen Aufschwung und den machen wir in wenigen Jahren einfach mutwillig kaputt, das sehe ich nicht, weil wir eben die falschen Entscheidungen treffen. Das sehe ich nicht so. Sie haben ja einen großen Betrieb. Sie haben ja den größten Waldbesitz, ja, den größten Waldbesitz in Deutschland. Ich meine, da kommt ja wirklich was zusammen. Verwaltet der größte Waldbesitzer Deutschlands ist der Staat. Dann sind die Gemeinden. Dann sind Sie die Zweiten. Nein, nein, nein. Oh, wir kommen weit, weit hinter. Ja. Wir sind Waldbauern und wir müssen hart arbeiten und dass wir Geld verdienen. Der Staat und die Gemeinden und die Kommunen können es sich leisten, weil sie ja mit Steuergeld hantieren, dass sie so nicht genau jeden Pfennig umdrehen müssen. Das ist bei uns Privaten nicht der Fall. Wir müssen jeden Pfennig umdrehen und das Arbeiten im Wald wird uns immer schwieriger gemacht, weil die Auflagen, die aus Brüssel kommen, was dürfen wir ernten, was dürfen wir pflanzen, wie viele Mitarbeiter müssen wir mindestens haben, was für Maschinen dürfen überhaupt in Einsatz kommen. Sie können sich nicht vorstellen, mit wie vielen Beschränkungen und Auflagen wir arbeiten müssen. Und das ist für den privaten Forst extrem schwer. Das glaube ich sofort. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Im Forst haben wir. Na, insgesamt. 50. Insgesamt 50. Ja, 50. So, jetzt gab es gerade die Familienunternehmen hier, die haben auch gerade eine große Tagung gehabt in Berlin. Und da waren Trigema dabei, ganz genau. Da war beispielsweise Herr Krupp von der Trigema dabei, da war die Frau Dr. Schmieder dabei, die hat die vielen Schmiederkliniken, die hat 2800 Angestellte. Da war auch Dulger dabei als Arbeitgeberpräsident. Und die sagten dann, okay, unser Problem ist Energie, gebe ich Ihnen recht. Aber unser Problem sind eben auch die Arbeitskräfte, die müssen irgendwie reinkommen. Und bisher haben wir schon so vieles geschafft, auch das schaffen wir noch. Also diese Schlechtseherei scheint mir von den mittelständischen Unternehmen, den Familienbetrieben allerdings noch nicht so stark ausgeprägt. Frau Hauptmann, ich kenne ganz viele Unternehmer, die ganz große Angst haben. Da sieht man wieder, je nachdem, mit wem man spricht. Aber lassen Sie uns, bevor wir zu Ihrem Plädoyer kommen, worauf ich mich schon sehr freue, erstmal zu Frau Wagenknecht und mal detailliert die Sanktionen besprechen in der Sendung. Ja, also die EU hat ja, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, riesige Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Und das ausdrückliche Ziel dieser Sanktionen war, Putin unter Druck zu setzen, seinen verbrecherischen Krieg zu beenden. Und ich finde, langsam ist es Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und festzustellen, diese Sanktionspolitik ist leider komplett gescheitert. Sie hat dieses Ziel nicht nur nicht erfüllt, sondern sie wirkt in die andere Richtung. Sie ruiniert uns, nicht Russland. Wir haben eine Rekordinflation. Viele Leute wissen nicht mehr, wie sie das Lebensnotwendige bezahlen sollen. Es gibt Prognosen, sollte der Gasfluss jetzt im Juli ganz ausbleiben, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr um 12% einbricht, dass über 5 Millionen Industriearbeitsplätze bedroht sind. In einem halben Jahr, das sind Zustände wie in der Weimarer Republik. Und selbst wenn es nicht zu diesem Allerschlimmsten kommt, ganz viele Betriebe denken ja jetzt schon darüber nach einer Umfrage jeder Fünfte, dass sie Betriebsteile, Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, weil es einfach in Deutschland bei den horrenden Energiekosten nicht mehr wirtschaftlich ist zu produzieren. So, und was ist in Russland? Die russische Wirtschaft funktioniert halbwegs normal. Das heißt, die Inflation hat sich geht gerade wieder etwas runter. Das Leben scheint weitgehend normal zu sein. Die Supermarktregale sind gefüllt, die Straßen sind voller Staus. Und vor allem die russischen Einnahmen, also der Staatshaushalt, den man eigentlich treffen wollte,
Die sind höher als je zuvor, weil die hohen Preise natürlich, obwohl man weniger verkauft, letztlich bei Putin mit zusätzlichen Einnahmen zu Buche schlagen. Und ich muss sagen, wenn man das konstatiert, dann kann man doch nicht sagen, wir machen so weiter. Und auch das ganze Gerede über alternative Lieferanten für Öl, für Gas, das war doch heiße Luft. Wir haben keine alternativen Lieferanten. Wir haben sie bei Öl nicht und wir haben sie kurzfristig auch bei Gas nicht. Das hat sich alles zerschlagen, was Habeck da vorgeschlagen hat oder was Habeck in Aussicht gestellt hat. Und deswegen finde ich, muss man in der Situation ganz klar sagen, dieser Wirtschaftskrieg ist gescheitert. Wir sollten die Sanktionen aufheben. Wenn wir keine anderen Lieferanten haben, dann bitte schön kaufen wir russisches Öl und Gas so viel, wie wir halt brauchen für unsere Wirtschaft. Wir treiben mit vielen Ländern Handel, die Kriege führen, die Menschenrechte missachten und mit Füßen treten. Zum Beispiel in den Golfstaaten, wo also Homosexuelle hingerichtet werden, Frauen gesteinigt werden. Wenn wir mit allen Ländern unseren Handel unterbinden wollten, die sich nicht so verhalten wie wir oder wie wir uns das wünschen, ja, dann müssten wir also mehr oder weniger unseren Handel auf die Europäische Union beschränken oder selbst da wäre es teilweise schwierig. Also insoweit finde ich, es ist eine völlig falsche Politik. Ich finde es verantwortungslos, dass die Regierung diesen Weg weitergeht und mit irgendwelchen wohlfeilen Energiespartipps aufwartet, statt das Problem an der Wurzel zu lösen. Wir bräuchten keinen Notstand zu haben. Wir könnten die Energie beziehen, die wir brauchen und ich finde, wir sollten das wirklich tun. Das ist die Regierung eigentlich, das hat sie mit ihrem Amtseid geschworen, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das soll sie jetzt bitte einlösen. Schluss mit den Sanktionen und kaufen wir die Energie, die wir brauchen, damit wir wieder normal leben können. Eine Frage. Und Putin gehen wir hin und sagen, okay, wir machen das diplomatisch. Herr Schröder hat das probiert. Er wird sich nicht aus dieser Ukraine zurückziehen. Ja, das ist sein Ziel. Also ja, aber die Sanktionen dann tun wir so doch einfach gar nicht. Also wenn er sogar mehr verdient dadurch. Aber dann haben Sie eine bessere Idee. Ich meine, der lacht sich doch tot über uns. Ja, wir haben eine bessere Idee. Ja. Wir haben eine sehr gute Idee. Okay. Wir müssen, das Allerwichtigste ist, dass wir darüber nachdenken, was ist für die ukrainischen Bürger das Beste. Wie können wir den Ukrainern am besten helfen? Genau. Und da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Denn der deutsche Idealismus sagt Gerechtigkeit. Wir müssen den Ukrainern so viel Waffen wie möglich geben, damit sie sich gegen die bösen Russen verteidigen können. Aber das wissen wir als Mütter, wenn wir streitende Kinder haben, dass wir die streitenden Kinder zuerst mal auseinandernehmen müssen und dann müssen wir verhandeln und dann sagt, wer hat angefangen. Und so ist es bei großen Leuten auch. Das heißt, würden Sie Putin und die Ukraine mit streitenden Kindern vergleichen? Also jeder Streit zwischen Erwachsenen, zwischen Völkern, alles, was auf der Welt passiert, können Sie in Miniatur in einer Familie beobachten. Das ist also Die Makrosicht. Und ich denke immer, wie könnte man denn der Ukraine am besten helfen? Und ich habe von Anfang an gesagt, Deutschland Sie sehen Putin aber auch als den Angreifer, wie einen bösen Bruder, der dem anderen einfach eine reinhaut, ohne dass er was gemacht hat. Genau, aber ich sage, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert das ukrainische Volk. Mhm. Und ich möchte, dass das ukrainische Volk das Land nicht zerstört wird. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die amerikanische Militärdoktrin ist nach wie vor die der Flexible Response. Und das habe ich aus diesem fantastischen Buch von Klaus von Donani, der nämlich das mit dem Titel Nationale Interessen. Und diese Flexible Response bedeutet, dass die Verteidigung und das Kriegsgeschehen immer in dem Land des Opfers stattfindet. Also das angegriffene Land und dass man dieses angegriffene Land womöglich bis zu seiner Zerstörung, dass man die Zerstörung in Kauf nehmen muss. Das heißt Flexible Response, das ist Militärdoktrin der Amerikaner. So, bin ja großer Anhänger Ihres Pragmatismus, aber auch Leutnant der Reserve, wie wahrscheinlich viele aus Ihrem Freundeskreis ebenso. Insofern weiß ich auch, was Flexible Response ist und wahrscheinlich hat Klaus von Danani das so aufgeschrieben. Flexible Response bedeutet eigentlich, dass man auf eine Kriegsakt des Gegners flexibel reagiert. Das heißt, man kann
sogar wenn man auf die nukleare Ebene geht, mit taktischen oder mit Mittelstreckenraketen, damals war das so, oder mit strategischen Nuklearraketen antworten. Also diese Form, auf eine Bedrohung oder auf einen Angriff mit einem nicht nur angemessenen, sondern einem eskalierenden Mittel oder mit einem anderen Mittel antworten zu können, das ist eigentlich bisher. Das findet aber im Land des Angegriffenen statt. Das findet im Land des Opfers. Das Opfer, die flexible Response, findet in der Ukraine statt. Und deswegen sage ich, wäre mein Plädoyer, diese Waffenlieferung und vor allen Dingen das, was die ehemalige Friedenspartei, die Grünen, die haben am lautesten gefordert, schweres Gerät in die Ukraine. Aber damit schaden wir doch den Ukrainern. Denn solange der Krieg angeheizt wird mit mehr Waffen, wird es niemals zur Ruhe kommen. Aber das ist doch überhaupt gar kein... Ich meine, wollen Sie hingehen und diplomatisch... das wurde doch alles versucht. Es wurde ja mehrfach, wurden ja Politiker haben es versucht, mit Putin das irgendwie zu regeln. Wollen Sie jetzt selber in die Ukraine gehen und sagen, okay, wir helfen selbst Ihnen, Gerhard aber Schröder wie wollen wir denn denn helfen? Gar nichts ausgerichtet, Herr Schröder, als er da war. Als Männerfreund, als schulterklopfender Männerfreund von Herrn Putin. Normalerweise sagt man ja immer, diese Männerkameradschaft, das bewirkt was. Was hat es bewirkt? Sie glauben ja nicht ernsthaft, wirklich nicht ernsthaft, dass wir da irgendwas ausrichten können, indem wir da hingehen und sagen, jetzt seid halt mal friedlich miteinander, wie man das mit Kindern macht. Nein, das können wir nicht. Bitte. Ich glaube, dass wir schon was ausrichten könnten. Also wir heißt jetzt eigentlich vor allem die Vereinigten Staaten. Der Westen. Also, oder der Westen insgesamt. Ich meine, ich fand interessant, vor kurzem hat das Editorial Board der New York Times einen sehr guten Artikel geschrieben und sie haben Biden dafür kritisiert, dass er im Grunde die Ukraine geradezu verdonnert hat, nicht kompromissbereit zu sein. Und sie haben dort gesagt, wenn wir diesen Kurs weiterfahren, also wenn die US-Regierung diesen Kurs weiterfährt, dann riskieren sie eine unglaubliche Eskalation bis hin eben auch zur Ausweitung des Krieges auf ganz Europa. Und es müsste jetzt endlich, man muss sich von unrealistischen Kriegszielen verabschieden. Und ähnllich hat sich Kissinger auch geäußert in Davos. Also es gibt ja schon immer mehr Stimmen. Und ich glaube, Kissinger hat aber jetzt im Stern ein ganz großes Interview auch gegeben. Und da hat Kissinger beispielsweise gesagt gehabt, dass natürlich die Territorien, da hat er sich in Davos auch missverstanden gefühlt wohl, dass die Territorien, die zur Ukraine gehört haben, inklusive der Krim, sollten auch zurück an die Ukraine. Und dass er schon auch für die Sanktionen ist. Aber man muss den Korridor aufhalten, weil Kissinger auch sagt, Russland, also Europa kann er sich nicht ohne Russland vorstellen. Das war immer ein wichtiger Part. Ja, und die Frage ist ja auch, also, dass sie jetzt nicht, also dass man jetzt nicht sagt, die gehören zu Russland, okay, aber man muss sie erstmal ausklammern. Also weil es ist ja nicht realistisch, dass sie zurückerobert werden militärisch, sondern wir haben jetzt eigentlich nur die Wahl, dass das alles ungerecht ist. Ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, was will man? Will man jetzt einen jahrelangen Stellungskrieg, wo jeden Tag Menschen sterben, wo eine Stadt nach der nächsten zerstört wird? Oder hat man zunächst mal einen Korridor? Die hatten ja schon mal verhandelt, sie waren auch relativ weit und da haben nicht die Russen sich zurückgezogen. Das waren ja diese Istanbuler Verhandlungen, sondern da hat Zelensky sich zurückgezogen. Also ist man bereit zu sagen, wir klammern das erstmal aus? Wir machen einen Waffenstillstand. Letztlich war ein Konflikt immer die Frage der NATO-Mitgliedschaft. Wir machen da Kompromisse und versuchen dann langfristig irgendwie einen gemeinsamen Korridor zu finden. Sei es, dass die auch einfach die Bevölkerung dort gefragt wird, die soll abstimmen, was sie möchte oder so. Das sind ja alles Wege. Aber dafür müssen erstmal die Waffen schweigen. Und ich glaube, diese Bereitschaft muss man haben. Während wenn man jetzt sagt, also wir kämpfen, bis wir alles zurückerobert haben, dann wird dieser Krieg ewig weitergehen. Frau Wagenknecht, mich interessiert das wirklich. Wo sehen Sie, bei dem einen Beispiel, wo sehen Sie aktuell die Kompromissbereitschaft bei Wladimir Putin? Wissen Sie nämlich, was mich gewundert hat? Als Schröder hingereist ist, habe ich gedacht, okay, Putin mag ihn ja, der wird ihm jetzt einen menschlichen Korridor geben, zumindest, damit Schröder jetzt nicht als kompletter Versager zurück in sein Land muss. Die beiden sind Freunde und Putin hat ja jetzt auch die Chance, sich kompromissbereit zu zeigen. Es ist nichts passiert. Und da habe ich schon gedacht, okay, er gibt ihm nicht mal einen menschlichen Korridor oder irgendwas. Ja gut, es wäre die Möglichkeit gewesen. Und ich frage mich halt ab und an schon, wie wir überhaupt davon ausgehen können, dass Putin kompromissbereit ist oder dass er wirklich nicht weitergehen will als die Ukraine. Also es gibt ja auch Experten, die davon ausgehen,
dass Putin nicht Schluss machen wird mit der Ukraine. Genau. Woher wissen wir das also? Ich finde auch nicht, dass man ihm die Ukraine jetzt überlassen soll, sondern es geht darum, dass wir ja erst dann austesten können, wie kompromissbereit Putin ist, wenn wir selber kompromissbereit sind. Also wenn man in eine solche Verhandlung reingeht mit einem Kompromissangebot, erst dann wissen wir, wie weit die Russen darauf eingehen. Wie würde denn das Kompromissangebot aussehen? Soll man jetzt sagen, okay, ihr kriegt diesen Korridor, dann bauen wir ihm auch wieder alles auf, was er total schön zerstört hat. Es sind ja jetzt schon die Verhandlungen. Und dann hat er praktisch ein Land in der Ukraine. Also mir kommt das so vor, als würden wir von den Nachbarn... Es geht ja gar nicht darum anzuerkennen, dass der Donbass jetzt irgendwie zu Russland gehören soll. Sondern es geht darum... die Gebiete auszuklammern. Das war das, was man damals in Istanbul verhandelt hat. Ja, aber ausklammern bedeutet zunächst mal zu sagen, der Status dieser Gebiete bleibt offen, aber die Ukraine macht zum Beispiel das Angebot, NATO-Mitgliedschaft, darauf verzichten wir. Das war ja immer der Streitapfel. Das war Minsk, ja der wir wollen an Minsk I und Minsk II erinnern. Zum Beispiel eine Art Minsker Abkommen. So, und man fragt am Ende die Menschen selber, das kann man ja auch, und zwar international beaufsichtigt. Also die Referenten, die es bisher gab, die gab es ja, die waren natürlich nie unter internationaler Aufsicht. Wenn man die Leute fragt und das wird beaufsichtigt, wäre das ja auch ein durchaus nachvollziehbares Resultat. Und ich finde ja nur, der Ausgangspunkt, worüber wir geredet haben, waren ja die Sanktionen. Und ich glaube, egal wie dieser Krieg weitergeht, eines muss man doch konstatieren, die Sanktionen ändern an dem Krieg nichts. Die Sanktionen setzen Putin auch nicht unter Druck oder unter Zugzwang. Im Gegenteil. Also wie gesagt, sie haben die Einnahmen von Russland erhöht. Das heißt, die Sanktionen sind auf jeden Fall kein Mittel. Das ist, finde ich, erstmal festzustellen. Da gibt es auch andere Stimmen und auch andere Experten, die beispielsweise auch sagen, die Sanktionen müssen länger wirken. Und zum Beispiel beispielsweise der Ausschluss aus dem Bankensystem, der hat schon auch Wirkung gezeigt. Das Problem ist wohl, hat mir auch ein Experte gesagt gehabt, Putin interessiert es nicht, wie es dem normalen Bürger geht in Russland. Auf jeden Fall ist das von manchen die Meinung. Und um ihn rum ist es noch nicht angekommen, wirklich. Also ich habe auch von normalen Bürgern, also ich kenne persönlich also Leute, die da Familie haben und die haben mir gesagt, das Leben ist relativ normal. Also natürlich sind die Lebensmittel teurer geworden, die sind überall auf der Welt teurer geworden. Die gehobene Mittelschicht, die früher mehr reisen konnte nach Europa, die kann das nicht mehr. Aber der einfache, normale Bürger, der konnte sowieso nicht reisen. Das heißt, für den hat sich relativ wenig verändert. Und die Wirtschaft läuft nach wie vor halbwegs rund. Also es ist nicht so spürbar. Und je länger die Zeit vergeht, also ich halte das für eine völlige Illusion, dass die Sanktionen wirken, desto länger hat ja auch Putin Zeit, sich umzustellen. Und es ist ja so, man hat uns immer erzählt, Russland sei international isoliert. Das stimmt nicht. Der größte Teil der Welt beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Und deswegen kann Russland seine Energie, vor allem auch sein Öl, seine Kohle, ganz ohne Probleme in andere Regionen China verkaufen. Und Indien beispielsweise. China und Indien. Und teilweise machen wir ja eine Idiotie. Also zum Beispiel russisches Öl geht jetzt massiv nach Indien, wird in Indien verarbeitet und geht dann natürlich viel, viel teurer zurück nach Europa. Das heißt, wir kaufen jetzt das zu Diesel verarbeitete russische Öl aus Indien, zahlen dafür einen horrenden Preis, weil wir ja nicht das russische Öl aus Russland kaufen wollen. Mhm. Völlig verrückt. Oder es werden teilweise natürlich auch Ladungen umdeklariert. Also Schiffe auf hoher See schalten den Radar aus, deklarieren die Ladung um und dann importieren wir das. Bei allen Ländern, also das ist bei allen Ländern, die sanktioniert wurden, haben sich diese Frachter irgendwo auf dem Meer getroffen und haben das. Ja, aber das heißt auch, dass die Sanktionen, und wenn wir wieder zurückgehen in die Familie, die Sanktionen ist die Mutter. Die bestraft die Kinder. Und jetzt kann man auch da wieder die Psychologie, bringen diese Strafen was? Die Kinder wollen Drogen nehmen. Wenn ich die jetzt bestrafe und einsperre und Fernsehverbot gebe, dann machen sie es noch mehr. Mhm. Sondern viel besser ist, man spricht mit ihnen. Vielleicht können wir doch auf eine Therapie zu sprechen kommen. Ich will damit nur sagen, Sanktionen sind das falsche Mittel. Das sehen wir in Iran. Das sieht man übrigens auch in vielen anderen Ländern, die sanktioniert wurden über Jahrzehnte. Nehmen Sie Kuba. Das ist absolut das falsche Mittel. Ich finde, wir sollten noch mal das ukrainische Volk in den Vordergrund rücken und fragen, ist es richtig, dass wir einen Krieg des Westens gegen Russland auf ukrainischem Boden mit ukrainischen Soldaten, die für uns kämpfen, damit wir den Russen in die Knie zwingen, ist das richtig und wollen wir das? Die Russen sind kulturell unsere Brüder. Ich kann als Aristokratin sagen, meine Großmutter ist eine russische Großfürstin. Ich habe in der Familie viele Verwandte, das Haus Hessen. Wir haben unsere Prinzessinnen nach Russland geschickt, die dort, die Zarin Katharina, die Große, ist eine Anhalt-Zerbst.
Wir sind kulturell mit den Russen verwandt. Wir dürfen uns nicht von unseren Brüdern und unseren starken, hegemonischen, mit großer Dankbarkeit verbundenen Amerikanern zwingen lassen. Wir wollen hier auch gar nicht sagen, ich glaube, dass wir niemand am Tisch, dass jetzt alle Russen schuld sind an diesem Krieg. Aber diese Haltung, liebe Nina, die ist ja schon herausragend anders, das muss man einfach sagen, erfordert auch viel Mut. Ne? Wir sagen das einfach so locker hier, aber was Frau Wagenknecht, was auch Sie, Fürstin, hier sagen, ist ja nicht der Mainstream, sondern jeder, der eine solche Äußerung macht am Tag, wird ja beschossen auf den sozialen Netzwerken als Putin-Versteherin, als Russland-Freundin, gebrandmarkt. Und das muss man auch erstmal aushalten. Deswegen im Sinne der freien Meinungsäußerung Respekt davor. Sie, Frau Wagenknecht, sind ja heute noch ein bisschen weitergegangen und haben gemeinsam mit Klaus Ernst gefordert, dass Nord Stream 2 wieder angefahren wird. Da gehen wir so ein bisschen drüber hinweg hier, was zu einer, ja, ich weiß nicht, empörten Reaktion von verschiedenen Mitgliedern Ihrer Partei, Ihrer Fraktion geführt hat. Und ein bisschen zu Dietmar Bartsch, der gesagt hat, das ist nicht die Position der Linken. Also so ganz kongruent ist das auch innerhalb Ihres politischen Lagers nicht. Ja, ich kann das auch erläutern, also warum ich Nord Stream 2 überhaupt ins Gespräch gebracht habe. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben keine anderen Lieferanten, und das ist so. Norwegen hat gesagt, 2024 können sie mehr liefern. Katar hat gesagt, 2026 vielleicht und dann zu schlimmen Konditionen. Und selbst die US-Fracking-Industrie hat auch also eigentlich klar gemacht, also kurzfristig gibt es da nicht genug. Also haben wir nur die Wahl, wir gehen sehenden Auges in den Gasnotstand und würgen unsere Wirtschaft ab und wir sitzen im Kalten, oder wir kaufen russisches Gas, und zwar so viel, wie wir brauchen. So, und dann gibt es ja bei Nord Stream 1 ein tatsächliches Problem. Also natürlich hat Putin das jetzt politisch genutzt und die Lieferungen auch deshalb reduziert, weil er ja auf den Wirtschaftskrieg reagiert. Aber es gibt ja ein objektives Problem, das ist diese Turbine, die, das hat ja Siemens auch bestätigt, in Kanada gewartet wird, ganz regulär, und die aber nicht zurückschicken, weil das ja unter die Sanktionen fällt. Das heißt, Aufsichtsratschef von Siemens sagt, es geht auch ohne die Turbine. Ja, aber nicht mit voller Leistung. Ich bin kein Techniker, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, schon so, vielleicht hätten sie nicht auf 40% reduzieren müssen, vielleicht hätten sie auch 60% liefern können. Aber volle Leistung bei Nord Stream 1 geht zurzeit nicht. Dann gibt es noch eine Pipeline, die geht durch Polen. Die ist sowieso interessant. Da haben wir früher auch Gas bekommen. Und jetzt ist es seit Weihnachten so, dass Deutschland Polen Gas verkauft. Also unsere Gasspeicher werden ja voller, wenn wir nicht seit Weihnachten die Pipeline umgekehrt beliefern würden. Weil Polen wollte kein Gas mehr aus Russland, bezieht deswegen seither Gas aus Deutschland, russisches Gas, was wir über Nord Stream 1 bekommen. Und sie sind jetzt ganz unabhängig von Russland, aber die Gasspeicher in Polen sind voll, unsere halt nicht. Das heißt, die Jamal-Pipeline, so heißt sie, die läuft zurzeit auch nicht. Und dann ist nur noch die Pipeline durch die Ukraine, die geht halt durchs Kriegsgebiet. Das heißt, wenn wir Gas kaufen wollen, brauchen wir Pipelines. Und die eine, die Nord Stream 2, liegt halt da am Boden, ist fertig und könnte theoretisch freigeschaltet werden. Also mir geht es nicht um Nord Stream 2. Mir geht es darum, dass wir irgendwie das Problem lösen müssen, dass wir nicht im Herbst entweder Industrieanlagen kaputt machen. Die gehen ja nicht, die sind ja dann hinüber. Also wenn die chemische Industrie nicht ausreichend Gas hat, sind milliardenschwere Anlagen im Eimer. Oder umgekehrt die Haushalte auch nicht in eine Situation bringen, dass plötzlich der Vermieter festlegen kann, es wird nur noch auf 16 oder 18 Grad geheizt. Das heißt ja jetzt im Bundestag beschlossen worden, dass jetzt die Regierung quasi dekretieren kann, Haushalte werden nicht mehr richtig geheizt oder Warmwasser fließt nur noch zu wenigen Tageszeiten. Aber nun sind Sie politisch doch so erfahren und erwecken den Eindruck, das wäre alles ganz einfach, wenn Herr Habeck nur über seinen energiepolitischen Schatten und Frau Baerbock über ihre humanistische Außenpolitik-Richtlinien aber mit großen Anführungszeichen springen würde und sagen würde, kommt, setzt uns an den Tisch, machen wir. Wir sind doch eingebunden in das NATO-System, die sich alle zuletzt vor einer Woche Stein und Bein geschworen haben, diesem Aggressor sich entgegenzustellen. Da ist es doch völlig undenkbar, dass wir einen Alleingang machen. Ja, aber andere machen das auch. Die Türkei macht einen vollen Alleingang. Die beteiligt sich komplett nicht an den Sanktionen. Da sind zwei Pipelines, die
die in die Türkei gehen, die sind voll ausgelastet. Und dadurch aber ist Frau Wagenknecht, auch wollen viel, Sie, dass billiger. Wir uns die Türkei als Vorbild nehmen? Auch Ungarn beteiligt sich nicht an den Sanktionen. Also es gibt eine Reihe von Ländern, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen. Und mir ist egal, was die Türkei macht und was Ungarn macht. Ich möchte, dass wir unser Land nicht ruinieren. Und genau, und es geht, ist auch vor unsere Pflicht als Deutsche, dass wir, weil wir klein sind und weil wir ja komplett abhängig sind von der USA, die ja als NATO-Chef über unsere Außenpolitik und Sicherheitspolitik bestimmen, dass wir die beeinflussen. Das, und das tut ja der Kanzler auch. Und das tut ja auch die Verteidigungsministerin. Und da wäre mein Plädoyer an die Medien, dass sie bitte den Bundeskanzler und diese, die Leute, die sich ein bisschen auch besonnen zeigen und nicht Plappertaschen sind, sondern dass sie ein bisschen zurückhalten. Wer ist denn eine Plappertasche? Ja, viele Politiker sind Plappertaschen. Ja, da wollen wir jetzt keine Namen nennen. Ach, da müssen nennen. Sie jetzt einen Namen aber nennen. Was das Problem ist, dass die Medien treiben die Politiker vor sich her. Die Politiker sind darauf angewiesen, gewählt zu werden. Und sie glauben, dass das, was in der Zeitung steht, der Wille des Volkes ist. Und damit hetzen Sie diese Leute in die falsche Richtung. Ich habe es so geschätzt, dass die Verteidigungsministerin Helme geschickt hat. Dafür hätte ihr einen Orden Frau Lambrecht. Ja, man hätte ihr einen Orden geben müssen. Das war eine geniale Idee mit den Helmen. Ja, besser Helme aber statt Panzer. Aber ist das nicht genau Panzer das Problem? Und Handgranaten, ja, was noch? Aber wie, sie sagt, Helme, mehr geht nicht. Dann heißt es, Haubitzen, mehr geht nicht. Weil sie gezwungen wurde. Dann heißt es, der Gepard, mehr geht nicht. Und jede Woche heißt es, irgendwas kommt hinterher, mehr geht nicht. Das ist natürlich keine glaubwürdige. Wir müssen, weil wir müssen die armen Leute werden gehetzt. Wir kommen jetzt einmal zu Ihrer These. Nein. Es ist sehr lebendig heute, ich liebe das, aber alle Thesen müssen drankommen. Sie haben ja heute auch die These mitgebracht, wovor Sie Angst haben. Also vor nein, genau. Erstmal, warum sind wir abhängig? Die Frage lautet immer, warum haben wir uns so abhängig gemacht? Ja. Weil das das Spiel der Globalisierung ist. Der Witz der Globalisierung ist, dass man überall das kauft, wo es am billigsten ist. Sonst gäbe es bei TK Maxx keine Jeans für 20 Euro. Ja, aber wir hätten ja auch die Dänen, beispielsweise ist, früher schon mal dass man die Globalisierung nicht gut findet, das kann ich verstehen. Aber wir haben die letzten 30 Jahre globalisiert. Wir können nicht die Strategie von jetzt auf gleich umdrehen, wenn wir uns langsam aus der Globalisierung verabschieden wollen, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass die Chinesen unsere Antibiotika herstellen, wie wir jetzt in der Pandemie gesehen haben. Es kann nicht sein, dass Bangladesch Jeans produziert, die nur 5 Euro kosten, die wir dann bei TK Maxx für 20 verkaufen. Das ist nicht richtig. Wenn wir die Globalisierung langsam, dann machen wir uns auch nicht mehr so abhängig. Dann können wir auch an die deutschen Gasspeicher rangehen. Aber das dauert Jahre. Jetzt sind wir in einem globalisierten Dorf. Jetzt müssen wir, sind wir mitgehangen, mitgefangen. Ja, genau. Wir können umdenken. Wir können jetzt umdenken. Schauen wir mal nach Dänemark. Dänemark hat Biogasanlagen, die haben 25%. Haben die ihr eigenes Gas und können damit ihre Wärme erzeugen. 25%. Warum? Weil die 19 Anlagen haben in Dänemark und von überall her die landwirtschaftlichen Erzeugnisse holen und auch was die Industrie an Abfälle hat, was Lebensmittelmärkte an Abfällen hat und damit bei 25% sind und wahrscheinlich 2400, ja, da machen wir halt einfach mehr. Was war bei uns mit den Biogasanlagen? Bei uns konnte jeder kleine Landwirt das haben bei sich. Was hat der gemacht? Der hat Mist gebracht und alles und hat das damit gefüttert, hat nicht gereicht, dann Mais angebaut, dann Gras angebaut, aber dann Weizen. Aber Dänemark ist kein Industrieland wie Deutschland. Es spielt aber keine Rolle. Wir könnten aber mal vorausschauen. Wir haben einfach nur gedacht, okay, Monopol, das war natürlich auch die letzte Regierung, muss ja auch wirklich sagen, muss man auch sagen, die haben einfach gepennt. Also die Ostpolitik ist ja nicht erst mit Angela Merkel angefangen. Wir sind einfach nur in eine Richtung gelaufen. Ja. Also ich glaube, einfach nur in eine Richtung. Wo ich Ihnen ja völlig zustimme, langfristig müssen wir ja auch aus den fossilen Energien raus, überhaupt keine Frage. Dann sind wir ja auch nicht mehr abhängig. Nur es gibt da technologisch immer noch eine ganze Reihe von ungelösten Problemen. Also ich finde auch, dass wir deutlich unbürokratischer zum Beispiel Solardächer fördern könnten. Beispielsweise, also ich kenne jetzt aus dem persönlichen Bekanntenkreis, sie wollen jetzt ein Solardach, das ist sowas
von kompliziert. Richtig. In Deutschland. Das ist in anderen Ländern viel leichter. Also natürlich könnte man viel mehr machen. Nur das rettet unseren nächsten Winter nicht. Das und die deutsche Industrie. Aber wir, wir haben eben auch, das ist tatsächlich schon auch ein Unterschied. Deutschland ist eines der Länder in Europa mit einer sehr, sehr starken Industrie. Das ist unser Wohlstandsmodell. Also bei uns sieht es eben nicht aus wie in, Nordengland oder wie im Rust Belt von den USA. So zum Glück sieht es bei uns nicht aus. Auch Italien hat sehr viel deindustrialisierte Regionen. Und ich meine, wir müssen das mit aller Kraft verhindern, dass auch bei uns eine große Deindustrialisierung stattfindet. Und ich meine, auch weil Sie vorhin die NATO genannt haben, die USA hat eine ganz andere Interessenlage. Also der Gaspreis in Europa ist zurzeit 9-mal so hoch wie der in den USA. Das heißt, die USA machen natürlich irgendwo auch eigene Wirtschaftspolitik, weil ihr Standort wird viel attraktiver dadurch, wenn bei uns die Energiekosten durch die Decke gehen. Und ich habe selber in meinem Umkreis, wo ich wohne in Merzig, macht gerade ein Traditionsunternehmen dicht, Willer und Boch, nämlich die Fliesenfabrik, weil sie sagen, sie können sich das nicht mehr leisten. Und die gehen zum Beispiel in die Türkei, deswegen hatte ich die vorhin erwähnt. Da ist es eben viel billiger. 200 Leute, die wieder ihren Job verlieren. Auch weil die Arbeiter schlechter bezahlt werden, beispielsweise. Das auch, aber das war nicht der Hauptgrund. Ich meine, dieses Werk ist seit ewigen Zeiten da. Und die Arbeiter bei uns haben immer besser verdient als in der Türkei. Sondern es ist jetzt die Energiekostendifferenz, die den Ausschlag gegeben hat. Und so gibt es eben ganz viele Unternehmen. Und ich finde, da muss man einfach auch pragmatisch Politik machen. Aber ansonsten haben Sie ja völlig recht. Langfristig brauchen wir Alternativen. Spielen wir einmal das Gedankenspiel, würde ich gerne mal mit Ihnen beiden einmal durchspielen. Sagen wir jetzt, ich will jetzt hier nicht anfangen, mit was alles Schlimmes in der Ukraine passiert. Ich finde, das ist immer etwas schwierig in einer Debatte. Deswegen spielen wir mal das Gedankenspiel. Deutschland sagt jetzt, die Sanktionen sind vorüber. Würde Putin denn dann uns sofort die 40% Gas auch wieder geben? Oder man muss ja auch überlegen, wie man rhetorisch handelt. Da war letztens eine spannende Kolumne, ich glaube, es war Herr Fleischhauer, der geschrieben hatte, ja, was Herr Scholz und Herr Putin da so reden, was es für ein Signal auch gibt. Also wie würde das jetzt ablaufen? Das frage ich mich halt. Welches Signal würden wir auch Herr Putin geben, wenn Deutschland jetzt zurückweicht? Also wie könnte das alles funktionieren, also, auch die Kommunikation? Ja, was heißt zurückweicht? Also ich meine, es ist so, die EU hat den Wirtschaftskrieg begonnen. Ja. Putin hat den Krieg in der Ukraine begonnen, keine Frage. Und das ist verbrecherisch. Das ist, glaube ich, Konsens. Und dann haben wir darauf reagiert. Wir haben darauf reagiert, indem wir einen immensen Wirtschaftskrieg losgetreten haben, auf den dann wiederum auch Russland schon wieder reagiert hat. Und uns aber Russland hat Gas nicht den Wirtschaftskrieg begonnen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie ihn von sich aus führen würden. Also wenn wir sagen, die Sanktionen sind vorbei, also zum Beispiel, wenn Deutschland jetzt sagen würde, okay, wir lassen zur Not über Nord Stream 2 liefern, das wäre natürlich für Russland ein Triumph. Man würde Wladimir Putin dann nicht für immer denken, er könnte machen, was er will. Das ist doch einfach. Na, was heißt, was er will? Er macht ja auch so, was er will. Er macht ja, was er will. Also der Krieg wird keinen Tag früher beendet, wenn wir die Sanktionen aufrechterhalten. Das müssen wir uns einfach klar machen. Der Krieg wird nur dann beendet, wenn wir aufhören, die Waffen zu liefern. Fuel the war. Fuel the war heißt, dem Krieg Benzin zu geben, den Krieg anzuheizen. Ich verstehe nicht, wo die Deutschen, die friedliebenden Deutschen, die Friedenspartei, warum wir nicht deeskalieren. Yep. In Hamburg an den großen G7-Treffen durften die Polizisten keine Helme tragen. Dann habe ich gefragt, warum? Ja, das ist die Deeskalationsstrategie. Ja, bis die arme Polizistin einen Backstein an den Kopf gekriegt hat. Dann durften sie wieder Helme tragen. Hier wäre die Deeskalationsstrategie angesagt. Aber nein, ja, aber wir reden nur davon, die Amerikaner verkaufen fleißig Waffen. Wir haben nicht so viele, wir werden beschimpft. Aber unsere Verteidigungsministerin wird beschimpft, obwohl sie sehr klug gehandelt hat. Unser Kanzler wird beschimpft, dass er nichts sagt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also ich würde sagen, mit diesem besonnenen Kanzler haben wir sogar Glück. Wir müssen sagen, wie Sie richtig haben, es ist illusorisch. Wir haben als Deutsche nichts zu reden. Wir können nur versuchen, unseren Einfluss geltend zu machen in der großpolitischen Lage. Und unser Ansprechpartner, bitteschön, ist Washington und nicht Moskau. Denn es ist Washington, die Russland in die Knie ziehen wollen, bringen wollen. Und dafür muss die Ukraine herhalten. Und die ukrainischen Kämpfer müssen diesen... Es hat ein, das machen die doch selber, das wollen die doch selber. Es hat ein Amerikaner folgendes Beispiel gesagt. Sie gehen in eine Kneipe rein, ein Amerikaner sieht Mike Tyson. Und er möchte dem Mike Tyson, er hat ein Hühnchen mit ihm zu rufen, er möchte ihm eine reinschlagen, traut sich aber nicht, sondern sagt den drei anderen Männern, sie sollen ihm zeigen, wie stark er ist.
Das ist der Krieg in der Ukraine. Und das finde ich nicht gut. Und deswegen muss Frankreich und Deutschland mit Engelszungen auf die Amerikaner einreden und sagen, Leute, wir kommen so nicht weiter. Es bringt nichts. Kümmert euch um die Chinesen. Wir haben Russland in die Arme der Chinesen getrieben, ohne Not. Das war falsch. Die Chinesen waren auch vorher schon eine Weltmacht. Aber die Chinesen sind doch eine Weltmacht. Aber das ist unser, sagen wir mal, das, worüber wir nachdenken sollten. Aber doch nicht Russland zu bekämpfen. Aber Fürstin, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Immer wenn Leute hier sehr stark für Sanktionen waren und für Waffenlieferungen waren, habe ich immer gefragt, ob sie auch an die Front gehen würden. Weil wenn man für das alles ist, muss man ja auch für den Krieg sein. Würden Sie denn, wenn Sie jetzt sagen, keine Sanktionen und auch keine Waffenlieferungen, wäre es dann auch für Sie in Ordnung, dass wir Deutschen eigentlich dann keinen Anteil daran nehmen, was mit der Ukraine passiert? Erstmal das, was die Frau Lambrecht macht. So viel wie möglich Ukrainer aufnehmen und den Ukrainern die Möglichkeit geben, hier zu arbeiten. Ich hatte nämlich vor 2 Jahren eine Ukrainerin bei mir, eine sehr fleißige Frau. Glauben Sie, dass die bei uns eine Arbeitsgenehmigung bekommen haben? Nicht. Ich konnte die arme Dame nicht anstellen. Die war tüchtig. Dann habe ich den Helmut Schmidt im Fernsehen gesehen. Eine alte Aufnahme. Da sagt er nämlich selber, er würde dringend raten, wenn wir Arbeitskräfte brauchen, Zuwanderung brauchen dass wir die aus der Ukraine holen und nicht aus dem Nahen Osten, weil die Ukrainer uns kulturell näher sind und das weniger Konfliktstoff bringt in also unserem eigenen Land. Also Sie würden aufnehmen, aber was in dem Land passiert, geht uns Deutsche nichts an, wenn ich es jetzt sehr salopp ausdrücken würde. Nein, auch Wiederaufbau, selbstverständlich. Mhm. Wiederaufbau, man muss natürlich auch da helfen, Know-how liefern. Wir haben als Deutsche sehr viel Know-how und wir haben vor allen Dingen als Deutsche unsere Pflicht der Diplomatie. Wir haben unseren Bruder, die Franzosen, die sind noch viel bessere Diplomaten als ich. Und die Sarkozy und Angela Merkel haben damals George W. Bush 2008 in Bukarest gesagt, wenn Sie, und das wurde damals beschlossen, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Wenn die Ukraine Teil der NATO wird, haben beide gesagt. Beschlossen. Ja. Es steht in der ukrainischen Verfassung. Da hat Angela Merkel und Sarkozy gesagt, das ist eine Kriegserklärung an Russland. 2008. Wie viel Wasser ist die Donau runtergeflossen? Das wollte der Westen nicht hören. Die haben gedacht, der Russe ist schwach, den kriegen wir schon. Nein, die haben ja schon das immer gesagt. Das ist diese Idee fix, dass man die Russen fertig machen muss. Ach, das und das sehe ich nicht ein. Da bin ich gegen. Warum muss man überhaupt irgendjemanden fertig würden machen? Würden Sie das über Frau Merkels Politik sagen, dass Sie die Russen fertig machen wollen? Nein. Und dass sie hat ja gesagt, sie hat sich bei George W. Bush nicht durchsetzen können mit Sarkozy, weil sie beide gesagt haben, es ist keine gute Idee, die Ukraine ist ein Brückenland, es soll neutral bleiben. Vor dieser Lösung sind wir Jahrzehnte weg. Das Vertrauen ist kaputt, das Vertrauen ist verspielt. Vielleicht erlebe ich es noch, bis wir mit Russland wieder zu dieser Beziehung kommen, wie wir sie mal hatten. Aber es liegt doch an Putin. Da haben wir so viel kaputt gemacht. Aber wir können jetzt helfen als Diplomaten. Das hört sich jetzt ganz anders an. Wir können. Es ist, der Krieg wird von uns geführt. Nein. Doch. Der wurde angezettelt von Putin und Putin hat seine Interessen. Weil wir nicht. Und er lässt sich diplomatisch von uns auch nicht. Er hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Das haben wir in Syrien nicht geschafft, das schaffen wir bei ihm nicht. Jeder hatte seinen Plan. Also Hitler hatte seinen Plan, Putin hat seinen Plan. Aber wir haben das doch nicht hingehen und sagen, es ging doch um die USA, die NATO hat beschlossen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. 2008. Da hat die Kanzlerin damals und Sarkozy gewarnt und gesagt. Aber Sie können doch jetzt nicht wegen 2008, oder Sie dürfen das natürlich, hier darf man alles, aber würden Sie jetzt wegen 2008 die direkte Linie dazu ziehen, dass Putin einen Angriffskrieg gemacht hat? Auch, Putin hat mehrere Male gebeten, mit den Amerikanern über Minsk I und Minsk II zu sprechen. Die Amerikaner haben gesagt, da reden wir mit ihnen über gar nicht drüber. Das war sicherlich richtig. Das interessiert uns nicht. Und gekränkte Menschen sind gefährlich. Aber wie kann man denn mit einer tausendjährigen Kultur so umspringen? Auch Obama. Wie kann man denn mit einem Land, das das größte Land der Welt ist, womöglich, einfach, mit dir reden wir nicht. Was hast du denn schon zu erzählen? So geht man doch mit den Russen nicht um. Wir kommen jetzt, damit jeder seine Redezeit hier bekommt, einmal zu Frau, zu Ihnen. Und Sie dürfen jetzt mit Ihrem Plädoyer, was ich auch schon vorher sehr gerne gelesen habe, dass gar nicht alles so schwarz ist. Man sitzt ja hier an diesem Tisch und merkt, bei einem Thema gibt es viele Meinungen. Zum Glück haben wir das noch in Deutschland. Ein Plädoyer.
Ich habe eigentlich überhaupt gar kein Plädoyer. Ich bin einfach nur ein tatkräftiger Mensch. Ich bin die Praktikerin, möglicherweise bei ganz vielen Theoretikern, weil ich im Endeffekt einfach zupacke, wenn irgendwas ist. Ich habe auch eine Ukrainerin, die habe ich seit März. Das heißt, die habe ich aber nicht, weil ich eine Ukrainerin aufnehmen wollte, sondern ich habe mich geärgert, dass die Ukrainerinnen ihre Haustiere bis zur Grenze mitschleppen, manchmal große Schäferhunde, um die zu retten. Und kaum sind sie in den deutschen Auffangorten angekommen, müssen die Tiere in das Tierheim. Also habe ich gesagt, ich nehme Haustiere auf. Und ich nehme den Haustieren die entsprechende, das Frauchen auf. Und egal, wer jetzt da kommt. Und dann kam eben Natalia mit zwei Hunden und ihre Tochter mit einer Katze. Und so kam das. Also Natalia hat eine Ballettschule in Kiew und ist jetzt natürlich online verbunden, hat auch ihre eine Ballettschülerin bei mir, hat sie auch da trainiert. Und jetzt waren sie bei der Weltmeisterschaft in San Sebastian und haben bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz geholt. Da bin ich richtig stolz auf meine Ukrainerinnen, denn die anderen, die Konkurrenz, die hatte natürlich große Ballettschulen, haben da richtig üben können. Und meine hat bei mir im Wohnzimmer geübt. Also von dem her gesehen, denke ich immer, wenn wir was tun können, können wir es jetzt im Moment für die Menschen tun. Denn auch Natalia möchte natürlich zurück, alle wollen zurück. Aber alle wollen natürlich nicht, dass ihnen eine Bombe aufs Haus fällt. Und bei ihr in Kiew war es jetzt genauso, dass 500 Meter weit eine Rakete eingeschlagen hat. Und das finde ich eigentlich das Dramatische, dass da Menschen sitzen, die auf einen Knopf drücken und gar nicht mehr wissen, wen es dann am Schluss eigentlich trifft. Und dann weiß ich auch nicht, wie das mit dem Wiederaufbau sein soll. Denn wenn jetzt aufgebaut wird, wo soll aufgebaut werden? Und bisher ist ja noch gar nichts befriedet. Wir wissen ja noch gar nicht, was Putin noch weiter vorhat. Will er dann vom Donbass praktisch, nachdem er dann diese Seite für sich eingenommen hat, wunderschön dann praktisch ins Land vormarschieren, wenn er dann diese Länge hat. Wir schauen ja in seinen Kopf nicht rein, leider. Das wäre natürlich wunderschön. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie wenn jetzt in Deutschland einmarschiert werden würde und man sagt jetzt, okay, jetzt geben wir die Bayern halt mal ab. Ne? Weil die haben ja auch zwei Grenzen, Tschechien und Österreich. Kann man wunderbar runterlaufen bis am Bodensee. Oder die Rheinländer, uns können keine... auch abgeben. Ja. Oh, ja, also die Franzosen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber uns doch auch wehren und würden dann auch sagen, hey Leute, wir wollen die Bayern aber doch behalten und wir kämpfen jetzt darum, dass wir die Bayern behalten, oder? Und von dem her gesehen, ja, aber denke ich, ist Selenskyj eben Südtirol, auch so. An Tirol und Südtirol, auch damals wurde gekämpft, ja, die Südtiroler richtig, werden gerne. Richtig. Also das sind alte Sachen. Wir haben auch das Elsass, oder wo gekämpft wir wurde. Ja, wir Serbien können da, und Kosovo. Wir können da ewig weitermachen. Die Kosovo-Albaner wollten ihre Autonomie haben und haben diese Autonomie auch bekommen. Und es gibt gewisse Länder, die haben die Kosovo-Albaner anerkannt und andere Länder auch nicht. Absolut. Also diese Autonomiebestrebungen haben wir überall und das gehört ja zur Demokratie, ja, dass die Leute selber sagen dürfen, zu wem sie gehören wollen. Aber das dürfen sie jetzt halt gerade nicht. Die Ukraine ist halt im Moment, was das angeht, nein, das stimmt nicht. Zumindest im Donbass. Im Donbass, das Gebiet, was die Russen jetzt erobern wollen, dort hat sich die Bevölkerung, weil sie auch russischsprachig sind und sich sehr viel mit Russen... Nicht 47%. Nicht, genau, das ja. Ja, Sie haben schon, ja, Sie haben schon gesagt, nicht alle. Halbe. Also so gut, wie, aber lass die so doch wie Russland sich das vorgestellt hat, ist es nicht abstimmen. Der Fall. Wir haben ja auch Bayern der Krim auch halbe oder so. In der Krim haben sie abgestimmt, da hat man ja eindeutig gesehen, was sie wollen. Und jetzt dort lässt man sie doch auch abstimmen. Aber komm, und vielleicht will ja auch Lemberg und der Westukraine wollen vielleicht wieder zurück nach Polen. Könnte auch sein. Bleiben wir... Wir gehen jetzt in alle alten Grenzen, machen am wir liebsten jetzt wieder, würde ich jetzt auch was befragen. Ja, aber irgendwann kommt die Monarchie wieder. Ja. 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 Das wäre vielleicht noch ein guter Punkt. Man sollte da natürlich nichts schönreden. Natürlich ist es grobes Unrecht, wenn ein Land ein anderes überfällt und Grenzen verschiebt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber. Die Frage ist, ja, was passiert dann? Was macht man dann? Kann man das verhindern? Hätte man es vielleicht im Vorhinein verhindern können? Genau, ich glaube hätte schon. Man. Also ich glaube, dass ja, das man durch eine bessere Diplomatie und Politik diesen ganzen verfluchten Krieg, der schon so viel Menschenleben gekostet hat, hätte verhindern können. So, das ist jetzt vergossene Milch, aber es ist trotzdem eine relevante Frage, weil das auch Mitverantwortung heißt. Aber wenn man ihn schon nicht verhindern konnte, wie kann man jetzt möglichst schnell das Sterben beenden? Und natürlich ist es auch nicht die einzige Region auf dieser Welt, die besetzt wird, auch in den letzten Jahren nicht. Also die USA zum Beispiel besetzen bis heute die syrischen Ölfelder, große Teile davon. Das finden die völlig normal. Die haben jetzt noch mal da irgendwie so einen Bohrturm gebaut und
schaffen das Öl weg. Die Türkei besetzt und wird auch immer wieder kriegerisch tätig, sowohl in Syrien als auch im Nordirak. Die überfällt da einfach bestimmte Regionen. Keiner sagt was. Das ist jetzt die große Relativierung. Nein, das ist nicht die Relativierung. Doch, das eine ist ein Unrecht also und das andere ist ein Unrecht. Bleiben wir doch dabei, was jetzt Auseinandersetzung auch bei Ihnen in Ihrer Partei geführt hat, zu Ihrer Haltung, dass man diese Verhandlungen, diese Gespräche jetzt aufnehmen muss und sollte. Und ein Nein, Nein, Nein schallt Ihnen da entgegen. Ja, ich vertrete hier nicht die Position meiner Partei. Ich vertrete meine Position. Also das sage ich auch ganz offen. Aber das ist doch nicht das Thema. Einige hier zu sagen, wenn nur Deutschland bereit ist, vielleicht mit Frankreich zusammen den Schalter umzulegen, dann wird das alles gut. Nein, das habe ich auch nie gesagt. Das wird nicht. Wenigstens versucht. Nein. Und was mich nervt, also wie gesagt, das ist keine Relativierung. Nur ich finde, man sollte nicht so tun, als ob der einzige grauenvolle verbrecherische Krieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine stattfindet. Und ob das einzige grobe Unrecht, wo mit Waffengewalt Gebiete und Grenzen verschoben werden, in der Ukraine stattfindet. Das stimmt nicht. Es gab ganz viele Kriege, gerade auch in den letzten Jahren, gerade auch unter Führung der USA. Aber da haben wir auch nie mit Sanktionen reagiert. Hat es Sie denn nicht erschrocken? Es ist ja auch leider im Naturell des Menschen. Umso näher es bei einem ist, im Freundeskreis betrifft es einen auch. Und deswegen möchte ich auf den Krieg hinweisen, unser gemeinsamer Freund, der Prinz Asfar Aserate, der in Frankfurt lebt, hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass in seinem Land Äthiopien der schlimmste Krieg, und jetzt seit 3000 Jahren, die bringen im Massenmorden. In der Frankfurter Allgemeine haben sie so viel Text darüber. Das ist wirklich zum Weinen. Der schlimmste Krieg, sagt er, seit 3000 Jahren, ein altes Kulturvolk, wo sich zwei, natürlich wird es auch von irgendjemandem mitfinanziert, wir wissen nicht wer, ich weiß es nie, wer dahinter steckt, aber er sagt, abgeschlachtet auf brutalste Weise. Tausende von Menschen, dass wir da überhaupt nicht drüber sprechen. Sie sprechen gerade darüber, das ist wichtig auch. Und das ist nicht weit, es ist nebenan. Wir sind doch während der Globalisierung ununterbrochen nach Südafrika gefahren, nach Indien gefahren, nach Amerika gefahren. Das ist viel weiter weg als Äthiopien. Äthiopien ist neben uns. Ich möchte das nicht relativieren jetzt mit Äthiopien. Ich finde das ganz schlimm, auch wenn das nirgendwo berichtet wird. Ich habe leider auch noch nichts darüber aktuell gelesen. Dementsprechend gebe ich Ihnen da recht. Aber dieser Krieg in Europa, da ist man ja schon auch als Deutsche aufgewacht und konnte es kaum fassen, dass wir wieder Krieg in Europa haben. Und weil wir nicht auf die Kanzlerin, weil die Kanzlerin unter Sarkozy, weil man nicht ihnen geholfen hat. Wahrscheinlich hat damals die Presse auch wieder geschimpft, dass sie nicht zuhören, dass George W. Bush, dass der Recht hat und man muss jetzt streng sein. Aber das ist 14 und man muss Jahre, sich durchsetzen. Was meinen 2008. Sie, wie viele Leute ich noch letzte Woche wir müssen jetzt den Russen zeigen, nur mit Stärke können wir denen, da müssen wir jetzt richtig ran. Solch eine Rhetorik von Deutschland aus. Ausgerechnet Deutsche und ausgerechnet die Grünen, unsere Friedenspartei, die Leute, die Bäume umrahmen. Also Leute, wir müssen wieder nüchtern werden. Wir müssen wieder sagen, die Deutschen und die Franzosen, wir haben im großen Spiel der Weltmächte sowieso kein wirkliches Zünglein an der Waage. Wir sind Quantité negligeable, muss man leider sagen. Aber wir könnten Einfluss nehmen, weil wir charmante Politikerinnen haben. Wir haben wen charmante. Denn? Jetzt müssen Sie meinen Namen nennen. Die ganze Reihe, die wer sehen alle gut aus. Frau Wagenknecht. Frau Wagenknecht zum Beispiel, aber auch unsere Frau Baerbock könnte, wenn man ihr die richtigen Instruktionen. Also die ist keine Plaudertasche. Die ist. Frau Baerbock macht einen guten Job. Ja, aber man müsste ihr nur sagen, was sie sagen soll. Jetzt ist sie geeicht worden darauf, böse zu sein mit den Russen. Sie sollte ihren Charme einsetzen und die amerikanische Coaching bei Ihnen nehmen und sie dann wird es umgedreht und dann funktioniert das. Wir müssen mit Washington verhandeln. Das sind unsere Partner. Wir sind diejenigen, die die Waffen liefern. Wir sind diejenigen, die Gas geben in diesem Krieg. Wir sind diejenigen, die anschieben. Macht weiter. Das muss zu Ende sein. Wir müssen wieder normal werden. Wir müssen sagen, wir wollen keinen Krieg. Und schon gleich gar nicht mit den Ukrainern, weil die uns am Herzen liegen. Ja. Weil uns die Bilder dieser
zerstörten Häuser stören, weil uns die Massen von Menschen, die kommen und nach Hause wollen. Wir ertragen es nicht. Bitte, hört auf. Ihr habt doch auch in Afghanistan aufgehört. Ihr habt doch eure ganzen Spielsachen da gelassen, die Chinesen sich einfach genommen haben und jetzt schön nachbauen. Ihr habt doch auch in Afghanistan eure Sachen einfach stehen und liegen. Lasst doch auch hier alles stehen. Also allein das kommt schon unsere Moderatorin nicht mehr zu Wort. Das ist aber vollkommen in Ordnung, das bin ich gewöhnt. Aber Frau Hauptmann, konnte die Fürstin Sie denn mit diesem, man kann es nicht anders als leidenschaftliches Plädoyer nennen, überzeugen? Nein, aber weil für mich ist es ja immer noch so, das ist wunderbar. Und, aber wir können alle überzeugen. Aber wer geht denn jetzt eigentlich zu Herrn Putin und sagt, okay, jetzt, das hat ja schon jeder versucht. Und es ist allem, die falsche Adresse. Es ist die falsche Adresse, denn er ist der Aggressator. Er ist derjenige, der das Ganze angezettelt hat. Nein. Wir dürfen die Geschichte nicht umdrehen. Wenn wir zurückschauen, gebe ich Ihnen völlig recht, dass wir da Fehler gemacht haben. Ganz hundertprozentig. Wir haben es ja gerade schon mal so nebenher gesagt. Eben auch diese Aussage von Obama, das ist ja nur eine russische Provinz oder so. Regionalmacht. Das waren sicherlich Kränkungen. Und kleine Männer mit großen Hunden haben Probleme mit Kränkungen. Naja, man kann sich so einfach machen. Aber es gab auch Leute wie Horst Heltschik, immerhin der gefeierte Architekt der deutschen Einheit, der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der in einem Interview schon nach Ausbruch des Krieges um die Ukraine gesagt hat, es war ein Fehler, dass wir nach der Sicherheitskonferenz damals Wladimir Putin dort zum letzten Mal zu Gast war in München und seine Sorgen und auch seine Drohungen öffentlich gemacht hat, nicht darauf eingegangen sind. Sowas versandet natürlich völlig und Teltschik ist ja wirklich nicht im Verdacht, hier irgendwie russenfreundlich oder dergleichen zu sein. Ist ein konservativer Denker. Dass das immer sich aufbaut und irgendwann dann platzt das und jetzt wollte er halt eben auch mal zeigen, wie gesagt, Kränkungen sind nein, es ist ein nationales Sicherheitsinteresse. Deutschland und Frankreich trotzdem, ich glaube, auch mit Italien und wem auch immer zusammen hier gemeinsam sich an einen Tisch setzen könnten mit Wladimir Putin, um den großen Frieden oder das Aufheben der Sanktionen zu erreichen. Das halte ich für sowas von illusorisch. Gerade nach den Entwicklungen, die wir gesehen haben, hier braucht es dann eine gesamte Strategie. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Also den Krieg zu beenden, da braucht es die USA mit. Aber die Sanktionen aufzuheben, nicht nur allein aus Deutschland. All die Länder, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, haben mit Russland normale Wirtschaftsbeziehungen. Da liefern die ihr Gas, da liefern die ihr Öl. Ja, sie liefern auch, wie gesagt, in die Türkei, sie liefern auch nach Ungarn, sie liefern an all die Länder, die jetzt sagen, sie wollen gerne kaufen und sie machen da nicht mit. Also das ist ja schon so, also. Was ich nicht verstanden habe, das ist tatsächlich so, das ist die Strategie, die wir haben seit Anfang der Sanktionen, zu sagen, ja, wir bestrafen dich, Wladimir Putin, nicht? Auch von unserer Außenministerin und auch von unserem Wirtschaftsminister. Und wir drehen dir das Gas ab und wir drosseln auch die Öllieferung auf null. Aber vorher machst du uns noch mal die Gasspeicher voll. Nicht? Das ist ja inkonsistent. Wir wollen nicht mehr kaufen, aber vorher noch mal voll machen. Dass das ohne Folgen bleibt, ist natürlich genauso klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich meine, das würde auch jeder Unternehmer. Also nehmen wir an, ich bin Unternehmer und will einen Lieferanten loswerden, weil der mir irgendwie zu anstrengend ist. Ja, dann gehe ich doch nicht erstes hin, sag dem Lieferanten, also dich werde ich auf jeden Fall ab nächstes Jahr werde ich nichts mehr von dir kaufen, aber ich habe noch gar keinen anderen, der mir was liefert. Aber mach mir noch mal einen guten Preis. Ja, also ich meine natürlich, wenn man das macht, dann guckt man sich doch vorher um, was haben wir für Alternativen. Ja. Hätte man natürlich auch bei Erneuerbaren sicher manches mehr machen können. Man hätte vielleicht auch in andere Richtungen gucken können, wo man Alternativen hat, wenn sie bezahlbar sind. Und wenn wir sie haben, dann hätten wir ja auch sagen können, okay, dann reduzieren wir die russischen Lieferungen. Aber was die deutsche Regierung gemacht hat, war einfach kompletter Wahnsinn. Also sie haben im Grunde angekündigt, Ende des Jahres wollen sie irgendwie das russische Öl nicht mehr und das Gas, weiß ich nicht, in ein paar Jahren. Und dann gehen sie davon aus, aber bis dahin liefern die brav, möglichst auch noch zu den guten alten Verträgen mit sehr niedrigen Preisen. Das war ja, ist ja tatsächlich immer der noch so. Der Wirtschaftsaufschwung ist dank der niedrigen Preise. Das konnte doch nicht funktionieren. Richtig, ja. Genau. Wir geben in eine kurze Unterbrechung und kommen dann zum Thema, wo vielleicht mehr Einheit hier am Tisch herrscht. Und das ist Corona. Bis gleich. Das hast doch wunderschön. Also da kann ich ja Herrn Lauterbach auch nicht ernst nehmen als sogenannten Experten.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach acht, fünf Köpfe, fünf Meinungen. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, das ihn bewegt, ärgert, freut oder schockiert. So nicht Privatjet, Uschi. Herr Jörges, wir wetten. Okay. Aber niemand von den politischen Parteien traut sich zu sagen, ja, das wollen wir. Einfach nur Freiheit. Diese Grün-Roten stehen da und führen hochtrabende Debatten über die Rettung des Weltklimas und um die Füße herum wuseln die Ratten. Das Thema ist viel zu wichtig, um es nur der AfD zu überlassen. Lass den Leuten noch mal den Spaß. Wir sehen da etwas, was eigentlich fatal ist in der Politik. Bei den Journalisten, deren Job ist es doch gerade, abweichende Meinungen zu finden. Und sie sollen den doch auch richtig doof finden. Die Gesellschaft macht das quasi zum Manko. Vielleicht einmal kurz einen Satz ausreden, das wäre ganz nett. Ach, das sind irgendwelche Anorak-Träger aus Buxtehude, die das gucken. Und so. Ich habe meinen Beifall und meine Lache immer bekommen. Wer kümmert sich darum? Niemand. Das ist Berlin. Man muss da ganz klar jetzt mal auch drüber sprechen, dass es einfach nicht fair ist und nicht richtig. Das ist die Aufgabe von Journalismus einfach, die Verlautbarung der Politik zu hinterfragen. Wir sind zurück mit der These von Bela Ander. Ja, Nena, ja, wir rasen etwas ganz anderes, aber auch sehr aktuell. Corona. Wir rasen im Blindflug in den nächsten Corona-Lockdown und machen die gleichen Fehler wie in den letzten Jahren. Denn deutschlandweit steigen die Zahlen, außer interessanterweise im Osten Deutschlands, aber die Inzidenzen im Westen, auch im Saarland, steigen und steigen. Einig sind sich wieder mal fast alle über die Konsequenzen für den kommenden Herbst. Währenddessen gilt es, nach den Befürwortern der Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht in Innenräumen auf jeden Fall. Auch einen Lockdown in Schulen will Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht ausschließen. Währenddessen kommunizieren die Gesundheitsämter immer noch per Fax. Und was ist eigentlich geworden aus den ganzen Lüftungsanlagen in unseren Schulen, aus den Digitalisierungsmaßnahmen und aus dem Recht auf Homeoffice für alle? Das sollte doch mal eine dauerhafte Institution werden. Alles Schall und Rauch. Schon fordern die Ersten wieder ein bundesweites Impfregister oder den vierten Peaks, den Bundeskanzler inklusive, also die vierte Impfung. Wobei völlig unklar ist, ob die hilft gegen die neuen Varianten, den berühmten BA4 und BA5 oder ganz neu BA7.5, neue Varianten des Coronavirus. Ich meine, es braucht keinen anhaltenden Kontrollwahn, es braucht auch keine neue Maskenpflicht, es braucht auch keinen neuen Lockdown für Schulen. Was es braucht, ist mehr Eigenverantwortung. Wir sehen doch schon jetzt, dass in öffentlichen Räumen viele Menschen wieder mit Masken unterwegs sind, weil sie sich selber schützen wollen, weil sie auch diese Eigenverantwortung tragen. Was in 2 Jahren Pandemie nicht besser wurde, das wird auch im 3. Jahr nicht besser. Und deswegen im Gegenteil. Die Menschen haben gelernt, sich selber zu vertrauen und sich selber zu schützen. Deswegen bin ich dafür, gebt den Menschen das Kommando, denn wenigstens sie wissen, was sie tun. Frau Wagenknecht, ist denn mit einem Gesundheitsminister Karl Lauterbach das überhaupt möglich, dass die Bürger das Kommando zurückerhalten? Na, da kann man ernsthafte Zweifel daran haben. Nur natürlich kann der Gesundheitsminister alleine ja auch nicht alles machen. Also letztlich muss das die Bundesregierung beschließen. Und wenn die FDP mal ausnahmsweise zu dem steht, was sie so ankündigen, dann müsste das eigentlich klar sein, dass es im Herbst nicht noch mal solchen Unsinn gibt wie 2G und 3G oder gar Schulschließungen und Ähnliches. Ich meine jetzt auch der Sachverständigenausschuss. Dem hat man ja ausdrücklich die Aufgabe gegeben, er soll evaluieren, wie die Maßnahmen gewirkt haben. Aber dann haben. Hat Herr Lauterbach gesagt, das Gutachten darf jetzt auch kein Bremsklotz sein. Hat ja, ja, ich finde das eine Frechheit. Ich meine, da ist eine Gruppe von Wissenschaftlern und die arbeiten meines Wissens seit März 21, also wirklich eine sehr lange Zeit. Und das sind ja renommierte, kluge Leute. So, und dann gibt es nach fast anderthalb Jahren so einen Bericht, der ausdrücklich erwünscht wurde. Und der Bericht war jetzt sicherlich nicht so, wie Lauterbach sich das vorgestellt hat, weil es war ja klar, also die meisten Maßnahmen sind durchgefallen. Und außerdem wurde noch mal sehr deutlich kritisiert, dass wir in Deutschland eine Datenwüste haben, also dass wir eigentlich gar nichts wissen. Wir wissen nicht, wie viele Leute sind wirklich infiziert. Wir wissen nicht, wie viele sind wegen Corona im Krankenhaus. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Menschen sterben an Corona. Also es ist eigentlich eine Katastrophe. So, und das haben ja diese Wissenschaftler sehr klar gesagt und haben gesagt, ja gut, wenn man jetzt was Sinnvolles machen will, dann muss man die Datenlage verbessern. Aber ansonsten ist völlig klar, also 2G, 3G hat schon deshalb keinen Sinn, weil die eben
Impfung ja keinen Schutz gibt gegen Infektionen. Das heißt, was für mich daraus folgt, ist auch, dass schleunigst diese einrichtungsbezogene Impfpflicht abgeschafft werden muss. Also die einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die haben wir immer noch. Ne? Also dass Leute, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, die haben das Damoklesschwert und teilweise wird das ja auch praktiziert, dass sie gekündigt werden, weil sie nicht geimpft sind. Obwohl die garantiert auch selber schon Corona vielleicht ein deswegen oder zweimal durch haben. Ja, im Krankenhaus, ne? Ja, und es ist völlig unsinnig. So, und deswegen finde ich, also man darf hier Lauterbach nicht machen lassen. Ich erwarte, dass man dieses Gutachten ernst nimmt. Und ich hoffe sehr, dass das, wofür Sie auch plädieren, wirklich im Herbst eintritt. Also wer eine Maske tragen möchte, der kann die doch tragen. Ist doch überhaupt kein Problem. Frau Hauptmann, sind Sie für die einrichtungsbezogene Impfpflicht? Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin geimpft. Ich sehe es für mich auch wirklich als richtig und als gut. Ich werde mir auch die vierte Impfung geben lassen, wenn es soweit ist. Denn ich bin 65 und ab 60 sollte man schon ein bisschen auf sich aufpassen. Dass ich natürlich trotzdem Überträger sein kann, ist ganz klar. Also, aber ich bin da egoistisch. Ich will einfach nicht, dass es mich trifft. Denn ich habe einige im Bekanntenkreis, die an Long-Covid leiden, junge Leute. Und wenn man das mal sieht, was da passiert, wenn die zwei Treppen hochgehen und vorher waren sie tolle Sportler und die kommen noch kaum die Treppe hoch, da denke ich mir... Aber Sie haben ja eben selbst gesagt, jeder kann übertragen. Ja, jeder kann geimpft, übertragen. Damit fällt der Schutz ja eigentlich, das Schutzargument ja eigentlich weg, oder? Ja, also doch, also im Endeffekt, also ich schütze mich ganz einfach. Ja. Ich fühle mich einfach dadurch geschützt. Aber das muss doch jeder selber entscheiden. Das ist einfach eine egoistische Haltung von mir. Das aber ich meine, ich finde ja, richtig, wer sich impfen lassen möchte, gerade ältere Menschen, dem sollte man die vierte Impfung anbieten. Die Datenlage ist da meines Erachtens relativ unklar, ob sie hilft oder nicht. Aber wer das für sich möchte, der sollte das auch können. Also überhaupt keine Frage. Aber niemand soll unter Druck gesetzt werden. Was nicht mehr passieren darf, ist ein Lockdown. Also das haben wir ja jetzt gesehen. Das ist ja wirklich auch für unsere Wirtschaft, das war ja furchtbar. Also auch wir Künstler und Selbstständige, wir haben ja da wirklich wahnsinnig drunter gelitten, alle. Alle tragen das dann noch ein bisschen hinter sich her. Also da bin ich auch voll der Meinung, also Lockdown geht überhaupt nicht. Und in Schulen auch nicht. Weil die jetzt das Abitur gemacht haben, ich meine, ich wäre durchgefallen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich ein Jahr lang nur online irgendwie was, ich hätte das Abitur gar nicht geschafft. Und von dem her gesehen, denke ich mir, sind die wirklich arg benachteiligt. Wurde auch getitelt, das ungerechteste Abitur. Ja, auch in der Zeitung. Ja, das kommt dazu. Maskenpflicht beim Sport, nicht? Ich meine, das gab es ja alles. Die Kinder, Ganztagsschulen von morgens 8 bis nachmittags um 4 mit Masken in der Schule und dergleichen. Also, obwohl es Tests gab auch davor und sowas. Nicht? Und ja, beides. Das über 2 Jahre lang. Und wenn das wieder anfangen soll oder wieder Lockdowns oder wieder dergleichen oder in Schulen dann Fernunterricht sein soll, dann muss man sagen, dann haben wir was wirklich falsch gemacht. Aber nochmal zurück. Ich frage mich wirklich, was mit diesen ganzen Maßnahmen ist, die ja angekündigt worden, von den Luftfiltern bis hin zur Digitalisierung. Gibt es das jetzt, gibt es das nicht? Die Datenaustausch über den Gesundheitsämtern, das war ja teilweise so und ist offenbar immer noch so, dass die Daten per Fax übermittelt wurden und dann von einer Excel-Tabelle, die man im eigenen Computer hatte, aber nicht übertragen werden durften, dann händisch übertragen wurden, abgeschrieben, gefaxt, dann war das Faxpapier nicht da. Da mussten sie mit der Post transportiert werden. Also vorsintflutlich. Und mir fehlt so ein bisschen die Bestandsaufnahme, wo stehen wir da jetzt? Und sind wir jetzt schon weiter, wie ja immer versprochen wurde, oder eben auch nicht? Also ich finde auch, ein Thema ist nach wie vor, und ich finde das skandalös, dass da Lauterbach eben auch überhaupt nichts gemacht hat, das ist der Pflegenotstand. Also die Situation in den Krankenhäusern ist ja wirklich schlimm, also für die Pflegekräfte, weil es einfach zu wenige gibt. Also umso schlimmer ist es, dass man noch einigen den Stuhl vor die Tür setzt, weil sie nicht geimpft sind. Und andere gehen, weil sie ausgebrannt sind. Und in NRW wird gestreikt seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen und es passiert nichts. Und das finde ich auch ganz schlimm, weil natürlich, wenn man zusieht, dass in den Krankenhäusern immer weniger Personal ist, dass sie katastrophale Arbeitsbedingungen haben, dass sie natürlich auch viel zu wenig verdienen für die schwere Arbeit, die sie machen, dann ist doch völlig klar, dass es im Herbst wieder Notsituationen geben wird. Ich habe vor kurzem mir einen Bericht angeguckt, da hat man gedacht, das war aus der Corona-Zeit. Da war ein ARD-Bericht, Operationen verschoben, Notstand, alle Notaufnahmen dicht. Und dann habe ich geguckt, von wann war der? Von 2018, in der Grippewelle. Also das ist schon damals so gewesen. Und wir schauen dazu und dann wird immer so getan, ja, jetzt müssen wir aber doch auf jeden Fall Freiheitseinschränkungen machen, weil sonst können die Situation in den Krankenhäusern ja nicht wieder im Griff, können wir nicht in den Griff kriegen. Nein, wir müssen die bessere Pflege, bessere Arbeitsbedingungen schaffen, bessere Löhne. Dann gibt es auch genügend ausgebildete Pfleger in Deutschland.
übrigens. Die arbeiten nur an anderen Jobs und würden teilweise, ja, gibt es Untersuchungen. Also es gibt eine Befragung, die hat Verdi mal gemacht, die hatte, und das war noch direkt vor Corona, das waren 300.000 Leute, also nicht alle befragt, aber die ihren Job in den letzten Jahren verlassen haben, ausgebildete Pfleger. Und die haben eine Repräsentativbefragung unter solchen Leuten gemacht. Und da kam raus, die Hälfte würde in ihre Arbeit zurückkehren als Pfleger, wenn die Arbeitsbedingungen anders wären, wenn sie nicht ständig überfordert wären. Frau Wagenknecht, da können wir uns, glaube ich, das ist das Schöne, ich glaube, wir können die Sendung so ändern, dass wir alle uns bessere Bedingungen für die Pflege wünschen. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Schalten Sie morgen Abend wieder ein, wenn es heißt Viertel nach acht. Tschüss, schönen Abend noch.